besten Deutschen. Andi, bitte. Ja, Platz 3 für Kai Kasmirek. Kai, 8-3-29 waren es, glaube ich, Platz 4. Ja. Sind Sie zufrieden mit den 2 Tagen in Götzis? Also ich bin sehr zufrieden mit dem Publikum. Die haben alles gegeben wieder. Ich habe es auch gemacht mit viel Kopfschütteln. Am Ende hat doch sehr viel gefehlt. Besonders der Hochsprung hat mich extrem geärgert. Da war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen. Habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Du hast gar keine Form. Habe dann nochmal mit der Freundin geredet. Die hat nochmal sehr viel Mut zugesprochen. Und entsprechend habe ich dann nochmal alles gegeben beim 1500er und auch beim Speerwurf. Das am Ende doch gereicht hat für den 4. und auch für den besten Deutschen. Was hat es für Sie an diesem Wochenende so schwer gemacht? Sie sind ja auch von Beginn weg eigentlich, oder? Relativ schwer in die Gänge gekommen eigentlich. Genau, ich war nicht ausgeruht genug. Wir haben zu spät rausgenommen. Und 100 Meter ist ein guter Indikator dafür, wie viel PS man auf die Bahn bekommen kann. Wie locker sind die Beine, wie schnell sind die Beine. Und eine 11, also 10,99, 11,0 ist nichts. Also wenn man eine Bestleistung von 10,62 hat, dann ist es einfach zu langsam. Und entsprechend hat es halt gefehlt. Und dann war der Weit so irgendwie der Turnaround auch? Weitsprung habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass es doch nicht ganz für 77 gereicht hat, weil ich gedacht habe, ich habe das drauf. Habe da ein bisschen vorm Brett abgesprungen, einmal die Landung verhauen. Ja, und dann ging es mal wieder auf und ab. Dann Hochsprung war wieder nicht so gut, Kugel war nicht so gut. Ja, dann Stabhochsprung war eine Katastrophe und dafür waren Speer und 1500 sehr gut. Der Kampf um das EM-Ticket ist natürlich voll entbrannt. Wie schätzen Sie diese Punktzahl jetzt ein? Ja, ich weiß, dass Niklas Kaul und Matthias Brugger wahrscheinlich in Ratingen nicht an den Start gehen. Deshalb hoffe ich, dass es reicht. Sicher kann man sich nie sein, deswegen möchte ich definitiv in Ratingen nochmal an den Start gehen. Möchte nochmal zeigen, dass ich mehr drauf habe als 8-3 und ja, das möchte ich auch beweisen. Wie kann man sich in etwas mehr als 2 Wochen erholen? Ja, erste Woche komplett Pause, zweite Woche trainieren, nochmal alles antesten, besonders Stabhochsprung werde ich 2-3 Mal machen. Und in der letzten Woche vielleicht noch 1-2 Einheiten und dann war es das auch schon wieder. Also insgesamt kommen wir auf 7 Einheiten vielleicht. Dankeschön, Kai. Vielen Dank. Ciao.